So, hi Leute, also heute wieder Sonntagabend, SLF mit am Start und zwar mit Altbekannten und mit Neuen, was heißt neu, altbekannte Neue. Leroy ist back, erstmal als Ersatzfahrer und mal gucken, wie schnell er jetzt auch wirklich ist, der erste Weltmeister der SLF-Geschichte. Ja, sogar im Team mit dem amtierenden Weltmeister, mit Scarface heute am Start. Ja, das kann ja im Grunde nur P1 und 2 werden, oder? Nein, aber wird schon, glaube ich, eine sehr interessante Sache sein. Was die da zusammenfahren. So, muss ich erstmal das einstellen. Schön. So, hoffentlich nach meinem reparierten Daten geht's auch mit SimHub heute gut weiter oder gut los. Schauen wir direkt mal gleich, ob es Running Man macht hier das Game. Sollte theoretisch nichts im Wege stehen, weil man hat an den Ordnern nichts gedreht. So, tatsächlich, es sieht gut aus und sogar heute 20 Fahrer auf der Strecke. Das kann ja nur gut werden, oder? So, dann muss ich mal alles wieder rüberziehen. So sieht's doch wirklich gut aus. Ja. Wer fährt als erster raus? Bei wem werden wir zum ersten Mal onboard drin sein? Wir haben ein Alfa Romeo. Ein Alfa Romeo, da ist er. So, das ist Tizio. Der fährt als erster hier raus. Können wir da auch mal direkt eingehen in das Halo? Oder mit dem Halo natürlich in die Onboard-Perspektive. Und dann natürlich. Die Fahrer, die heute mit am Start sind. Das sind Arne Razor, Erda Flammen, Tobis Löwe, Feuriger Test, Vegas, Force Freeze, Holm, Hesse, Kefko, Dave, Scarface, Butze, Micha, Hexa, Tizio, Martin Lenzen, Leroy und Datwikas. Und es sieht fantastisch aus, zumindest was die Fahrer angeht. Die haben alle richtig top gemacht. Ne? Schön, die Nummern eingestellt, keiner Fehler überhaupt gemacht. Und ja, jetzt geht's los mit dem ersten Alfa Romeo mit Tizio, um mal zu schauen, ob er es natürlich ins Q2 schafft. Aber da sind natürlich einige auch dabei, die ja, die eher Wackelkandidaten sein werden. So, also, ab auf die schnelle Runde mit Tizio. Er legt mal vor. Dann bin ich auch gespannt, was hier für Zeiten so fliegen können. Das wären auf jeden Fall niedrige Einsatzzeiten. Also es ist die kürzeste Strecke neben Österreich. Neben Österreich. So, ja, heute ein bisschen Probleme mit der Kabelverlegung mit meinem Sohn. Ich war gerade mal kurz drüben, weil den höre ich auch beim Stream. So, also, Tizio jetzt eine Minute unterwegs. Also, wie gesagt, wir werden hier echt niedrige Einsatzzeiten haben. So um die 1:10, 1:11, 12 werden wir haben. Und da legen wir los mit einer 1:14:08. Razor, wen haben wir jetzt als nächstes? Dann Haas ist drüber. Gehen wir hier zum Hesse. Genau, der müsste eigentlich. Nee, ist er nicht.
Beste nicht. Dann der zweite Alfa Romeo macht Audi-Reifen warm. Okay. Ja, dann fahren wir mit Williams. Mit einem Williams machen wir weiter. Der Tiger 27,7, aber wie gesagt, das ist ja, er hat die Runde verhauen, deswegen sehen wir ihn jetzt noch mal. Können auch direkt drauf bleiben. Also Kevko hat eine starke Teamansage gemacht, ne, nach dem super Resultat im letzten Rennen. Er muss jetzt unbedingt liefern. Moin Tyler. So, Razer 12,5. Also da sieht man es auch. Da kommen wir schon ganz, ganz nah ran an die 12er Zeiten. Wir werden auf jeden Fall eine 11er sehen. Das wird kein Problem sein. So, und jetzt hat der Tweakers Leroy ja direkt vorgelegt im Sektor 1. Der wird auch erstmal eine 11,8 haben wir jetzt schon. Eine 11,873. Das ist natürlich schon mal eine Benchmark. Also fahren verlernt man nicht. Er hat zwar gesagt, er ist letzte Zeit wenig gefahren, aber naja, mit Vorsicht zu genießen. So, jetzt der Tweaker ist aber eine deutlich bessere Zeit. Ja, Rang 3, 12,7. Micha, da wollte ich gerade hin. Ist aber weg, dann gehen wir zu Hesse. Hesse rüber und der holt Rang 5, 13, 6, 5, 9. Also da wird es definitiv schon enger werden. So, dann haben wir den vorigen Test in seinem Mercedes-Arbeitsgerät. Da ist er. Der vorige Test. Micha übrigens auf Mediums, 15 Linda Leroy. Der vorige Test ist durchaus, also manchmal gut, manchmal nicht so gut. Man auch immer mit Vorsicht genießen, ne? Aber wie gesagt, es muss fürs 2 erstmal reichen. 12,4. Das ist doch wirklich mal gut von ihm. So, legt Hesse übrigens nach. Nochmal oder lässt es gut sein? Aber er lässt, glaube ich, gut sein. Ah ne, doch, beide Zeiten verbessert. Beide Zeiten verbessert. Ah ne, okay, er fährt doch in die Box. Eigentlich schade, denn wenn er sich verbessert hätte von der Zeit, dann okay. Aber man weiß dann nicht, wie es ausgesehen hat im letzten Sektor. So, dann haben wir noch Matti Lenzen auf der Bahn. Matti Lenzen jetzt auf Track gefahren und ja, da ist er schneller vorbei, als er gucken kann. So, Hexer Outlap, Putze Outlap. Beide sind sie hintereinander. Beide natürlich Kandidaten, muss man jetzt einfach ganz klar so sagen. Kandidaten fürs Q3 und vielleicht sogar für den Rennsieg. Aber da werden wir natürlich auch sehen, was sind die Zeiten im Unterschied zwischen Leroy, Hexer und Co. Aber man darf ja nicht vergessen, ne? Also die Leute, die Fahrer, werden ja immer schneller, auch wenn sie nur konstant Rennen fahren, ne? Es tut sich immer mehr Lernfaktor, ne? Und jede Saison bringt extrem viel für die Lernkurve natürlich. Aus Möhre Bestzeit Sektor 1. Ist knapp schneller der Hexer um 11.000stel. 11.000stel, das ist wirklich nada nix. Aber okay, Scarface 1:11.709, Doppelführung Ferrari. Also wie gesagt, wie ich es angedeutet habe, das könnte eng werden heute an der Spitze des Rennens. Wenn Micha auf Mediums da 6 Zehntel nur Rückstand hat, ja, ja. Der kann da auch mitmischen mit den Softs, denke ich mal. Aber Hexer sehen wir hier schon in beiden Sektoren. Ist er schneller? Oh, das wird schon eine gute Zeit. Vielleicht sogar eine niedrige 11. Jo, ist es! 1:11.184 auf Mediums.
So, Butze, was macht er? Legt er mit nach? Platz 2, 4000stel hinter Hexe, aber auf Softs. Okay, also die haben ordentlich jetzt mal fliegen lassen. Smöre, neue Vierter. So, dann müssen wir mal gucken. Der Dave ist noch auf Outlap. Kevko hat gerade die Runde begonnen. Dann gehen wir rüber zu Kevko. Also heute wird es übrigens auch wirklich verdammt eng. Das muss man so sagen. Wie gesagt, Kanada, kurze Strecke, schnelle Strecke, interessante Strecke, was vielleicht das Wetter noch mit sich bringt, keine Ahnung. So, Kevko auf jeden Fall ist erstmal 4 Zehntel zurück. So, 4 Zehntel fehlen Kevko. Und jetzt Sektor 2. Runde. Die Schikane ist da so ausschlaggebender Punkt. Ne, jetzt schon mehr als 7 Zehntel zurück. Das wird wahrscheinlich nichts mehr werden. Also, natürlich, was heißt nichts mehr werden? Also, um vorne mitzuspielen. Aber dann natürlich guter Kandidat für U2 sowieso. Rang 7 als 12-2. So, dann haben wir jetzt Dave, der sollte sich auch reinfahren. Aber an die Zeit von Hexer wird er jetzt nicht rankommen. Aber eventuell Scarface könnte er packen. Jo, Rang 3, 1,11, 4,96, da hat er es gepackt. So, was macht Holm? Holm im Grunde auch auf einem guten Hoch. Ne? Wie gesagt, Micha und Holm immer eng zusammen. Micha wird es nochmal probieren müssen auf den Softs. Ne? Hatte ich schon mal aufgeschnallt. Jetzt für gleich. Holm ist weit weg, oder? Ja, Rang 7. 1,12,078. Dann haben wir jetzt den Aston Martin von Priest und der ist off-track gewesen. Wird dann wohl eher weniger was werden. So. Dann der Tweakers. Momentan nur Rang 14. Wie gesagt, Teamansage für Kevko heißt, jetzt beginnt die Aufholjagd. Ne? Das heißt, auch der Tweakers muss ordentlich Punkte scheffeln. Und momentan muss er kämpfen, um ins Q3 zu kommen. Q2 zu kommen. Mit dieser Zeit aber erstmal safe. 1,11,878. Daher wird es dort erstmal langen. Ja, Kevko und Teamkollege, wie gesagt, Teamleader Williams. Verbesserungssektor 1, hier Sektor 2. Das ist ungefähr die Kurve, auf die es wirklich drauf ankommt. Das sind jetzt 5 Zehntel Rückstand. 5 Zehntel, das ist ja Bereich. Ja, also wie gesagt, er kann wieder in den Bereich von Tweakers fahren. Leroy eine 11,429. Auf Softs dahergefahren, sind 2,5 Zehntel langsamer als die Spitze. Und Kevko bricht ab und fährt in die Box. So, was macht hingegen Matti Lenzen? Weil seine Zeit. Wo ist er? Da ist er. Weil seine Zeit, die läuft so ein bisschen ab. Das sind 42,3. Das sind 7 Zehntel. Also er muss sich sputen. Er muss gut durch diese Kurve kommen und dann jetzt noch durch die letzte Schikane. Und auch Tobi braucht noch seine Zeit. So, nicht off-track gefahren. Das sieht doch gut aus. Zeit auf Rang 14. 1, 12, 4, 6, 6. Er hat Hesse nach hinten geschoben. Aber wir haben halt noch zwei Leute. Nämlich Tobi. Oh, ah ne. Wir haben sogar noch vier Leute jetzt ohne Zeit. Nämlich Herr der Flammen, Tobi, Vegas und Freeze.
Und davor das zumindest Outlap ist Arne. Also, wenn es heute alles glatt läuft, dann könnten wir in Q1 alle Fahrer innerhalb von einer Sekunde haben. Das wäre ein absolutes Novum im Qualifying, aber es wäre eine richtige Sensation. Und warum nicht in der SLF mit so einem engen Feld? Ja, Tobi hat es leider ungültig gemacht, deswegen springen wir zum Aston Martin zu Freeze rüber. Und Kanada, das ist halt, also da machst du so viel off-track. Das sind zwei, drei Versuche vielleicht sogar echt nötig in Q1, um durchzukommen. Und Freeze dreht sich in, ja, Kurve 2 quasi weg. Das kann auch unangenehm werden, diese Kurve, ne? Mal gucken, dass die Räder noch dran sind. Gut. Ja, da habe ich fast gedacht, okay, wenn er da jetzt stehen bleibt, dass er vielleicht aufsetzen tut. Aber war zum Glück nicht so. So, dann haben wir Arne, der sich auch noch anschickt, ein bisschen unter die Sekunde zu schieben. Beide Sektoren auf jeden Fall eine Verbesserung. Smöre hat schon gesagt, er hat keinen Bock mehr auf die Session. Ist raus. Besser gesagt, hat die natürlich beendet, dieses Q1. Was mit 15 Rückstand? So, Arne. Auf die 7. 1, 11, 8, 6, 3. Also, da geht's noch nach vorne. Hier. Der Haas von Micha. Auch momentan auf 11. Nicht safe. Nicht unbedingt safe. Und wie gesagt, Tobi und Freeze, da warten wir auch noch auf eine Zeit. Aber Tobi könnte jetzt schon. Nee, das ist der feurige Test, der sich auch anschickt. Wird es Verbesserung? Ja, wird's. Aber wir gehen mal eben rüber zum Team. Ah, nee, off-track noch wieder. So, also hier, feuriger Test. Der kann sich jetzt erstmal nach vorne schieben. Momentan auf Rang 14. Also, das ist noch ein heißer Stuhl. Rang 11, 1, 12, 3, 2, 3, 4. So, dann haben wir jetzt genau den Micha. Also, es wird echt verdammt spannend. Micha hat sich jetzt nicht verbessern können, aber voriger Test ist nah dran an der Sekunde. So. Micha, letzte Kurve. Ja, sah gut aus. Hat er, glaube ich, sehr direkt gepackt. Und das ist eine 11.532. Jetzt gehen wir rüber zu Vegas. Möchte ich. Vegas, hier macht die Reifen warm. War off-track. Freeze. Daneben gepackt. Und hier Tobi, genau. Tobi ist schnell unterwegs. Oder was heißt schnell? Das werden wir jetzt in der Endabrechnung sehen. Holme 11.718 gefahren. Schneller als Möhre und Arne. So, Tobi sollte. Rang 11. 1.11.98. Dann springen wir jetzt zu Vegas. Rein und Herr der Flammen. Vegas ist sogar noch davor. Und wir haben Gelb Sektor 1. Ja, das ist ein Mercedes, der langsamer macht. Also die ersten 11 innerhalb von 8 Zehnteln. Auch das ist richtig stark. So, Vegas ist off-track. Das heißt, von Vegas sehen wir keine einzige Zeit. Ja, Herr der Flammen. Auch er noch nicht gefahren. Ja, das ist halt die Sache. Fährst du zu wenig in Kanada und hast es mit den Track Limits nicht im Griff, hast du ein Problem. So, Herr der Flammen ist 6,5 Zehntel zurück. Das wird von der Zeit momentan reichen. So. Und Vegas wegen falscher Richtung disqualifiziert von der Session. Ja, okay. Vielleicht wird das auch im Nachhinein noch untersucht, was da war. Müssen wir mal schauen. So, Herr der Flammen, das wird aber auch eng. Rang 13. Und damit ist es vorbei. Die unteren,
Ja. Die unteren sind alle in der Box, beziehungsweise Vegas DSQ, Rang 20 nur, Freeze ohne Zeit auf 19, dann Tizio macht die Lenzen und auch Hesse hat es erwischt. Und Hesse am Ende mit 75.000 drin gescheitert am vorherigen Test. Ja. Aber da sieht man wirklich mal, wie spannend das hier ist. Und gleich wahrscheinlich wird es eng mit Herr der Flammen, Kefku vorheriger Test, Dobi Razor, Vikas Arnes, Möhre Holm, Scarface. Die sind so. Ja, da wird's heiß und eng, denke ich mal. Und bei den da vorne, bei Micha, Dave, Leroy, Butze, Hexer, ja, ich glaube schon, dass die das da durchkommen werden, wenn sie sich halt nicht weghauen und auf Crack fahren. Und Hexer halt auf Mediums 1.11, 1.84 gefahren, 4.000stel vor Butze. Ja, wie gesagt, die 5-4 Hesse, Matti Lenzen, Quini. Quini hat die falsche Nummer drauf. Das ist Quini, er hat mich schon gewundert, weil Tizio natürlich schneller fährt. Mann, ey, wie ich das hasse. Okay, ich habe sie gerade gelobt und ja. Im Endeffekt scheiße, weil ich das jetzt wieder umändern muss. Winnie hat eigentlich die 80. Fährt aber jetzt. Ja, welche fährt er denn jetzt? Ah, die 91. So, okay. So. Haben wir jetzt erstmal eingegeben. So. Dann. Wer ist denn der Erste jetzt? AlphaTauri. AlphaTauri. Gut. Dave legt vor. Ja, da gehe ich natürlich davon aus, dass er da easy going. Das heißt easy going, aber er wird schon machen. Aber da werden wir vielleicht jetzt auch niedriger 1.11. Oh, Dave hat schon Off-Track gemacht. Dann gehen wir rüber, Alfa Romeo. Alfa Romeo Smöre hatten wir jetzt auch noch nicht im Bild. Er hat vorhin auch die Session beendet. War sich safe, dass er weiterkommt. Probiert es jetzt sogar mit. Ich kann es auch einblenden jetzt einfach mal, weil das bei der Quali eh wurscht ist. Es ist nur interessant dann, ob die anderen mit einem spielen oder nicht. Also, wie ihr hier seht, Smöre mit gebrauchten Softs unterwegs. Also, wenn er die jetzt in einer Runde so kaputt gefahren hat, hätte, dann würde mich das auch wundern in einer Outlap. Aber den ist natürlich nicht so. Ja. Dave muss halt einmal so rumfahren. So, Smyrna eine 12. Herr der Flamme eine 11. 1. Eine 11. 7. Pardon. Das geht so schnell. Die sind so hintereinander. Daher. Am Fahren langsam, dass man da echt nicht nachkommt. Also, es ist wie eine Perlenschnur in dieser Liga.
der rattert durch. Eine 11-3 Butze. Aber wir werden natürlich gleich erschauen. Erschauen, was da die Hinteren jetzt machen. Kev auch super, eine 11-7 gefahren. So, vorweg jetzt Rang 8. So, der Holm. Holm 1,8 Sekunden zurück. 1,8 Sekunden, der Holm. So, und dann haben wir noch Dave wieder erneut. Jardin in die Box gefahren. Die Box, okay, dann müssen wir rüber zu Scarface. So, da ist Scarface. Ah, Scarface, schon ein deutlicher Quersteher. Ja, tatsächlich auch auf Softs. Also alle auf Softs und Hexer diesmal 67.000stel schneller als Butze. Also die beiden geben sich das da richtig. Und Kevko macht seine Ansage vom letzten Mal aller Ehre. Der hat nämlich da Tweakers heute richtig gut im Griff. Und zwar mit 6 Zehntel hat er ihn da Tweakers abgenommen hier. Holm auf 4, 11, 7, 7, 5. Also das wird irre, das Rennen. So, jetzt nochmal Scarface. Auch nicht top. 1, 11, 7, 0, 3. Was heißt nicht top? Also er ist trotzdem schnell. Ja. Kann dazu nichts sagen. Also ich finde es sehr, sehr interessant. Wir haben Platz 3 bis 8 bis 9 innerhalb von 4 Zehnteln. Ja, also es wird eng. Also deine Zeit, ich weiß nicht, ob deine Zeit reicht. Ich würde ganz vorsichtig sagen, ja, sie reicht. Also ich sag mal so, wenn du diese Zeit um 1 Zehntel verbesserst, top. Aber wenn du das Auto wegwirfst, große Scheiße. Ich würde es vielleicht, also mein Bauchgefühl, ich würde es vielleicht sein lassen, nochmal rauszufahren. So, dann haben wir gleich den, genau, da waren wir ja schon. Razor und Leroy jetzt noch ohne Zeit. Leroy gehe ich von aus, dass er erstmal durchkommt. Aber wie gesagt, es wird jetzt extrem spannend in diesem Durchlauf. Aber wie gesagt, es gibt natürlich auch noch Hochkaräter. Leroy, Dave, Razor können auf jeden Fall noch schneller fahren als du, Kevko. Das geht noch. Und genau wie Smöre. Micha wäre auch noch eine Gefahr, Holm auch, also, aber die müssen das natürlich auch erstmal hinkriegen. So, Razor hat jetzt natürlich die Hotlap begonnen. Fährt in Sektor 1 nochmal gegen die Zeit und Butze. 6 Zehntel fehlen Razor aber schon in Sektor 1. Also da muss ein riesen Bock drin gewesen sein. Oh, wenn das tatsächlich gebrauchte Softs sind, dann sind tatsächlich nochmal 1, 2, 3 Zehntel drin. Ich hatte da jetzt gar nicht drauf geachtet bei dir, aber auch Razor fährt mit gebrauchten Softs. Also viele mit gebrauchten Softs unterwegs. Außer Hexer, der fährt mit gebrauchten Mediums. Weiß ich nicht, ob jetzt die anderen hier schon mal mit dem Sack nach Hause gehen sollen. So, okay, also Razor. Wo platziert er sich erstmal? Es wird nicht mal der Tweaker sein, oder? Ne, 12-4, er ist ganz hinten. So, Dave startet, Leroy in der Pit Lane. Und diesmal kommt Dave sogar. 24.000stel ist Dave in Sektor 1 schneller. Genau, out the Konkurrenz. Also, nächstes Mal gibt es eine Sonderwertung. Also, für alle, die jetzt eine gewisse KI fahren, sollte man überlegen, ne? Oh, Smöre, eine 10.910. Boah, brutal jetzt. Also, ich würde rausfahren, Kevko. Gleich nochmal.
Pika als 11, 6, 9, 7, jetzt auch auf 4. Oh, Dave nicht optimal durch diese Haarnadel gekommen, aber er macht es auch mit 9 Softs. Und ich sag dir, die von Smöre, die war natürlich jetzt auch neu. So, das ist... Ah, Off-Track war. Off-Track habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet zuletzt. Sorry, Leute. Also, das war's da erstmal mit ihm. Ja, Arne ist langsamer unterwegs. Jetzt haben wir erstmal ein bisschen stagniert. Hat der Tweakers, wie gesagt, Topzeit. Tobi eine 11.266 gefahren, Rang 3. Auch erstmal gut dabei. Ja, und Dave, wie gesagt, die nächste war wieder off-track. Ich denke, dass er jetzt in die Box fahren wird nochmal. Naja. Aber er ist schon ganz gut unterwegs, auch jetzt noch auf der Runde. Ich denke aber mal für ihn, wie gesagt, wird es jetzt in die Box gehen. Naja. So, hier haben wir den vorherigen Test wieder. Gerade erneut begonnen. War aber langsamer in Sektor 1. Den Waren oder der jetzt drauf, der jetzt fährt? Das würde ich mir ganz gut überlegen, ob du das willst. In der Form, wie er damals war. Eine Sekunde ist der vorige Test zurück. Das wäre nur Rang 10 vor Micha. Und das war jetzt, also da ist er fast gestanden in dieser Kurve. So, okay. Smöre hat gesagt, okay, kann er, da reicht mir, ich kann's. Hab's allen gezeigt hier. 13 schneller als Hexe, aber gut ist. Ja, voriger Test auch nochmal in die Box. Sicher ist sicher. So, hier hast du ne Streufel. Er war 2,5 Zehntel hinten dran, aber wie gesagt, kann sich auch schnell ändern. Man weiß ja nie, ne? Auch Smöre war in Q1 nicht gut dabei. 6, 7 Zehntel haben da gefehlt. Ja, 6 waren es, glaube ich, am Ende fast. Arne ist jetzt bis auf 1,5 Zehntel rangefahren. Leroy in Sektor 2 Bestzeit. Natürlich mit. No, ah, nee, kann ich nicht sehen. Die Telemetrie ist aufgestellt. Was ich leider immer noch schade finde, weil das ist nämlich immer ein schöner Einblick bei den Fahrern. Und das wird eine Bestzeit werden. Oder? Nee. 1.11.047. Rang 2. Ja. Dave kreiselt weiter. Auch mit der Outlap. Wie gesagt, der muss liefern. Sonst wird's eng. So, und wir gehen erstmal zu Kevko. Denn der ist auf 9 zurückgefallen und wie gesagt, es würde noch reichen, noch. Aber Holm, Herr der Flammen und Micha sind hinter ihm, genau wie Dave. Also er muss liefern und Scarfis muss auch nochmal raus. Kevko hat's versaut mit dem Fehler, deswegen nimmt er direkt raus. So, dann haben wir Holm. Aber Streufel, ich kann dir sagen, es wird eins der spannendsten Qualifyings in der Geschichte der SLF heute. Holm ist bis auf ein Zehntel dran. Also ich weiß ja nicht, was die machen. Wahrscheinlich fahren sie alle mit dem gleichen Setup, alle gleicher Flügel und hast du nicht gesehen. Und haben auch immer die gleichen Trainingseinheiten gemacht. Ne? Alle immer zusammen drin gewesen. So, das sah jetzt ein bisschen gewackelt, hat er Holm. 3,5 Zehntel. Aber wie gesagt, das ist trotzdem in Ordnung. Er muss da hinten nur weg. Er muss jetzt Kevko erstmal auf den heißen Stuhl schieben. So, Williams geht runter von der Ideallinie. Wir haben noch knapp 2 Minuten. Wie gesagt, Holm muss das zu Ende drücken.
Der Williams hat ein bisschen Windschatten. Rang 7 ans 11, 6, 3, 2. Kevko auf. Ja, beginnt die Runde wieder. So, Dave auf 6. So, jetzt bleiben wir erstmal bei Kevko drauf. Also, wie gesagt, es wird super, super eng. So, Kevko hat Verkehr vom Haas und der Haas macht keinen Platz und das ist bitter, denn Kevko ist jetzt raus. Da geht nichts mehr. So, der vorige Test. Bei ihm wird's. Na, das ist Tobi. Wo ist er? Da. Da ist der vorige Test. Also, Kevko ist raus, weil der Haas nicht aufgepasst hat. Und der vorige Test kann sich jetzt auch noch reinschieben. Und er tut's. Rang 8 für den vorigen Test. So, was macht Tweakers? Der macht sein Auto warm. So, dann Herr der Flammen. Macht sein Auto warm, aber der kommt gar nicht mehr um die Strecke. Was eigentlich für Herr der Flammen? So, was macht Micha jetzt? Und eventuell Razor, da ist er. Razor kommt nämlich deutlich eher über die Linie. Nicht ganz so optimal die Haarnadel gefahren. Ah ja, so, so bitter für Kevko. Aber letztes Mal sind wir auch auf 11 und 13 gestartet. Und sind beide gut in die Punkte gekommen und off track für Razor. Damit ist es vorbei. So, und Micha jetzt. Butze ist auf 2 wieder. 1:11.037. Jetzt Micha, der wird da Tweakers raushauen oder so. Herr der Flammen erstmal auf Rang 5. 1:11.283. Gut dabei gewesen jetzt. Und Micha auf 11 nur. So, Tweakers off track. Damit war's das. Und Scarface. Er ist der Letzte, der Weltmeister, nicht, dass der in Q2 raus ist. Tobi auf 5 verbessert sich nochmal. Und Scarface kann auch Holm noch raushauen. Wird er das sogar noch schaffen? Rang 9, damit beide Haas, Williams und Razor raus. Was für eine Quali, also. Bis jetzt schon nicht enttäuscht werden wir. Wahnsinn. Also, raus sind jetzt Holm, Micha, Tweakers, Kevko und Razor. Und es wäre so viel mehr gegangen. Ja. Naja, Kevko, du weißt ja, was du zu sagen, zu einsenden, ne? Und dann, ja, kann man eh nichts machen, aber es war auch deutlich im Bild leider ein Haas vor dir gestanden. Ja, also. Mit Kämpfen um die Pole Position dürfen Smöre Butze, Leroy Arne, Tobi, Herr Flammen, Hexer, Dave, Scarface und der Folgetest. Ja, und raus sind quasi Holm, Micha, der Tweakers, Kevko und Razor. Ja, und Hexer wird sich einen kleinen Spaß machen. Der wird, also entweder wird er nur einen Satz brauchen, um auf Pole zu fahren, oder er nutzt alle drei Sätze, weil er mit so viel Speed mehr mit den Softs nicht klarkommt und alles off-track fährt. Das wäre natürlich auch ein Ding. Aber jetzt haben wir schon 14 Fahrer innerhalb von einer Sekunde gehabt. Also das ist eine richtig geniale Leistungsdichte. So, das die verbliebenen
Leutchen gleich. Vielleicht werdet ihr das sehen. So, da haben wir es. Also, Arne, Herr der Flammen, Dobis Möhre, Folger des Dave, Scarface, Butze, Hexer und Leroy. Wie gesagt, also so schnell kommst du teilweise nicht hinterher, wie die hier fahren. Oh, beide McLaren fahren am besten ineinander, anstatt hintereinander. Soll es auch schon mal geben. Ja, Alfa Romeo, Möhre. Ja, ist der Erste. Okay, das ist dann ja nicht ganz so toll, Kefko. Aber wie gesagt, ich glaube, großes Manko war halt dann der Haas am Ende. Aber okay, ihr habt es ja momentan drin, von weiter hinten loszufahren und dann gut in die Punkte zu fahren. Also, und wer weiß, Kefko, Regen fürs Rennen hat doch was, oder? Dann sind wieder Wunder möglich. Ja, und wie gesagt, wir können jetzt wirklich mal ganz gechillt bei Smöre bleiben, weil er hatte auch gerade die absolute Bestzeit für Q2 gefahren. Und dann gehen wir einfach wirklich mal rein und fahren einmal mal mit, wie er rüberfährt. Hat sich schon erledigt. Okay, hat sich erledigt. Hat sich erledigt. Dann geht's rüber zum Herr der Flammen. Ja, also Herr der Flammen, der Nächste, der es probiert. Ja, das ist ein bisschen schade, weil Kanada im Regen, ach, das ist genial. So, also Herr der Flammen, Sektor 2, wo bleibt es stehen? Bleibt 42,552, aber das wird schnell pulverisiert werden. Oh ja. Jep, jep, jep. Nämlich bis dieser Mann da kommt. Hexer in beiden Sektoren ist es lila. Und natürlich fahren sie jetzt auf neuen Reifen. Und jetzt wird es gleich, ja, die 11.4, also das ist eine 1.10. 1.10.5.7.4. So, dann gehen wir mal rüber zu Leroy. Der fährt noch nicht, glaube ich. Doch, er macht's. Ja, genau, Kefko. Das heißt, im Rennen jetzt schlagen, ne? So, Leroy fährt in die Box tatsächlich. Putze no time. So, Scarface auf 3. Namen Jackie. Namen Jackie. So, und jetzt Smöre. Probier das nochmal. Natürlich. Aber nix ist pink. Nix ist pink. Und man sieht das wirklich. Also. Hexer eine 10, 5, 7, 6. Das sind 4 Zehntel schneller als Smöres Zeit im in Q2. So, jetzt geht's schon in die Box für die. Für alle im Grunde. Wohl, naja, Scarface noch nicht. Ja, Scarface wird auch in die Box kommen, also das war's. Also der erste Schuss ist mal für 4. Ja, Tobi muss fast. Ja, dort. Nehmen wir es so. Erstmal Smöre vor eurer Test, Putzer, Leroy, da war der erste Schuss echt Katastrophe, glaube ich. Ja. Naja, so viele Fahrer, ne? Ja, ich hoffe, ihr seid immer 20 in Zukunft wieder. Macht einfach mehr Fun, weil man dann auch ein bisschen Action in Q1 hat, ne? Sonst ist Q1 immer für mich, ja, was passiert denn jetzt? Jetzt haben wir nur einen, der hier rausfliegt, nicht? Also ist so ein bisschen, ja. Demnächst kann ich das mal so kommentieren wie ein Roboter. Dann, wenn das der Fall ist. Ja, Leroy gleich alleine auf weiter Flur.
kommt da ein McLaren wieder raus und noch ein Mercedes mit dem vollen Test haben wir auf der Strecke. Dann können wir es so einfach mal so machen. Fahren wir auch einfach mal mit Leroy mit, weil wir es ja schon lange nicht mehr die Ehre hatten. Nutzen das doch einfach mal. Okay, das sage ich jetzt nichts zu dem Leck. Also er wäre mitten durch die Wall of Champions gefahren. Aber okay. Ja, das ist natürlich schon wirklich, wirklich eng gewesen. Das mit der Mauer ist ja fast 2 Zehntel zurück. Er könnte aber wahrscheinlich auch mit niedrigem Flügel fahren, als das der Hexer gemacht hat. Ja, hier auch sehr verhalten rein. Also da geht noch deutlich mehr. Jetzt sind es fast 14. Also es verdoppelt sich immer so ein bisschen. Der Flügel ist natürlich offen. Diesmal kein Leck. Und sie ist Rang 2, das meint 11.131. So, dann geht's rüber zum Mercedes. Wo ist er denn? Da. So, der vorige Test, Rang 7, der schlägt Tobi gerade mal. Und dann gehen wir jetzt direkt zur Putze. Denn der Mann, oh, der dran ist an Hexer, abfährt sich auf Track. Und jetzt würde ich es halt drauf anlegen, ab in die Box. Bisschen warten, jetzt hat Butze nur einen Versuch noch. Und der muss hinterher sitzen. So, dann rein zu Tobi. Er muss sich auch unbedingt steigern. Status sehr gut gefahren. Riecht auch nach Verbesserung jetzt. 4 Zehntel, ja. Also da kann er, wenn er jetzt den Flügel flach hat und die letzte Kurve gut trifft, kann der vielleicht sogar noch auf die, ja, 3 oder 4 vorne springen. Und Tobi hat Off-Track gefahren und das war's fast. So, dann geht's wieder zu Butze, aber der fährt, wie gesagt, sehr gechillt. So, Arne probiert's. Der Teamkollege. 8,5 Zehntel fehlen da auf die Pole. So, Arne natürlich Verbesserung Sektor 1. Jetzt gucken wir mal durch, wie er kommt da durch. Ah, ein bisschen. Naja. Ein bisschen übersteuern sah aus. Jetzt sind es 6 Zehntel. Also da wird nicht viel gehen. Da wird nicht viel gehen im direkten Vergleich. Dann gehen wir mal rüber zu Smöre. Oh ne, Smöre, der hat gerade abgebrochen. Bleiben wir doch bei Arne. Also Smöre, der muss sich jetzt alles zusammennehmen. Wie gesagt, Arne, da wird nicht viel gehen. Doch, Rang 2, jetzt 11.004. Doch nochmal gesteigert. Dave auf 4 derweil.
Jetzt bin ich gespannt, weil auch Smöre, der beginnt nochmal diese Runde. Und der hat jetzt Verkehr vor sich, ne? Red Bull, McLaren und ein Alpha Tauri hat er vor sich. Und Smöre ist langsamer, deutlich. Also Smöre greift nicht an, was das angeht. So, Butze aber. Und Butze hat nur diese eine Runde für die Pole. Oder besser gesagt, was heißt Pole? Ich würde eher sagen, erste Reihe. So eine 41,829. Das sind 5 Zehntel. Das Problem ist, wenn du natürlich einmal das nicht hinkriegst am Anfang, dann hast du direkt so ein Gefühlsproblem. Und das heißt, heute kann er sogar mal geschlagen werden von Arne. Das hat fast Seltenheitswert in letzter Zeit. Es ist Rang 5 nur. Was macht Scarface? Er fährt sie auf 2. 1,10. 6,63. Super Zeit. Dave hatte sich auf 3 gefahren. Und jetzt haben wir im Grunde Hexer auf der Hotlap und auch Leroy dahinter. Aber auch Hexer, da kommt es jetzt zusammen, dass wir Verkehr haben. Er ist langsamer, fast 1,5 Zehntel. Nee, Downloads sind alle abgeschlossen, deswegen überrascht es mich so ein bisschen. Aber sagen wir es so, mein Sohn streamt ja auch immer noch nebenbei von 8 bis 9, ne? Vielleicht wird es dann jetzt besser. So, Hexer ist übrigens off-track. Das heißt, wir gehen rüber zu Leroy. Ja, das Problem ist auch, ich wohne zwar in einer Großstadt, aber wir haben auch kein Glasfaser. Es wird jetzt erst abgestimmt, ob wir Glasfaser hier verlegen wollen oder so von der Stadt her. Und es ist bescheuert. Deutschland ist einfach bescheuert. So, jetzt nochmal Windschatten von Scarface für Leroy. Jetzt muss er rausgehen. Das ist perfekt. Herr der Flamme derweil auf 4. Und das kann jetzt durchaus noch reichen für Leroy. Durch die Bestzeit. Nein! 45.000 Liter Hexer. Und dann haben wir nochmal als letzten Tobi, aber da ist vorbei. Also, der Windschatten hat nicht ganz gereicht für Leroy oder von Scarface für Leroy, um an Hexer vorbeizukommen. Aber das ist super eng. Aston Martin vor beiden Ferraris, beide McLarens auf 6 und 7, gefolgt von beiden Mercedes auf 8 und 9. Und Smöre leider überhaupt nichts in diesem Crew hinbekommen. Leider, leider, leider. Nach dieser Top-Zeit von 1,10,9 in Q2 jetzt doch nur auf 10. Also die nächste Pole an Hexe 1,10,5,7,6. So Leute, wann geht's los? Wann geht's weiter? Es geht weiter um 21:13 Uhr, Leute. Also, bis gleich. Ich schalte mal wieder kurz ab. So Leute, da sind wir wieder drauf. Für die Einführungsrunde rechtzeitig natürlich zurück. Für den großen Preis. Hoppla, wieder. Für den großen Preis in Kanada. Und es sieht trocken aus. Ach, Mann, ey, schade. Und ich habe gedacht, Kanada gleich Regen, gleich Chaos, gleich SLF. Nein, das letzte natürlich nicht. Aber so ein bisschen Chaos natürlich interessant. Aber okay, wer weiß. Das letzte Mal hatte ich bei der MRL am Donnerstag 5 Safety Cars. Wir sind gar nicht in den Rhythmus gekommen. Aber das Rennen war am Ende kurios, muss man sagen. Und vor allem natürlich auch so ein bisschen überraschend. Ne? Also, ja. Genau. Aber schauen wir doch mal durch, wie wir so die Startaufstellung hier haben. Vorne ist Hexer auf Pole, dann Leroy auf 2, dritter Scarface, vierter Dave, fünfter Herr der Flammen, sechster Arne, siebter Butze, achter der feurige Test, dann Tobi auf 9, zehnter Smöre, elfter Holm, zwölfter Nische, 13. der Tweakers, 14. Kefko, 15. Razor, 16. Hesse. Also auch wieder hier, also einige Teams wirklich hintereinander.
Dann haben wir Matti Lenz auf 17, Quinny auf 18, Freeze auf 19, Vegas auf 20. Ja, also wir sehen sogar keine Softreifen in diesem Game. Oder in diesem Rennen. Keine Softreifen. Die probieren es alle auf Medium oder auf Hardreifen. Aber ansonsten ist es ein bunter Mix. Nur die ersten fahren lediglich auf Mediums los. So, hier nochmal die Strategie. Hard, Medium oder Medium, Soft, Soft. Ich denke mal, Soft wird nur, ja, wird nur vorkommen, wenn ja, ein Safety Car kurz vor Schluss kommt. Oder halt, wenn man halt glaubt, der macht, also ich sag mal immer so, mit Softs Reifen in 5, 6, 7 Runden so viel Zeit gut zu machen, das ist schwer. Das ist super schwer. Da muss ich schon immer 3, 4 Sekunden rausfahren pro Runde fast. Und auf so einer kurzen Strecke, wird schwer. Deswegen auch hier wahrscheinlich viele erstmal mit der Entscheidung auf den Mediums oder Harten zu starten. So. Und es geht los. Der große Preis von Kanada. Kann losgehen in der SLR. Und Smicha und Smö gestanden mit dem Fehlstart und haben gleich eine Durchfahrtsstrafe. Hexner kommt gut weg und Scarf ist nur lieber. Kollidieren. Richtiges Chaos am Start. Und Dave schiebt auch an. Was für ein Chaos. Was für ein Chaos. Und jetzt aufpassen wegen den Safety Cars. Und hast du nicht gesehen, was jetzt am Start ist? Was für ein Start. Wow. Auch schon lange nicht mehr passiert. Scarf ist auf 19. Aber ich glaube, dass es Wheelspin war von einem Ferrari, die diese Kollision ausgelöst hat. Schwer zu sagen. Wer das war, könnte tatsächlich Leroy gewesen sein. Aber wir haben VSC gehabt nur. Und jetzt geht es weiter. Und auch Arne fährt ohne Flügel. Leroy auch. Wird hier gecasht von Tobi. Für den es heute eine Mega-Platzierung geben könnte. Dann. Ja, Dave auf 6. Dann haben wir einen Haas, Holmes, Möhre. Der Tweaker ist auf 9 vorgekommen. Kefko verbremst sich hier fast. Auf 12 wird aber auch angegriffen von Micha. Und hinten halt Scarface, Freeze. Freeze hat auch Probleme. Und Hexer setzt sich vorne ab vom Herr der Flammen hier. Aber was für eine Kollision am Start. Und wir sehen eine ganze Boxenstop-Orgie hier. Mit Zeitstrafen, die abgesessen werden müssen. Leroy hatte eine, Arne hatte eine. Jetzt kommt Butze noch hinein, muss noch warten, bis Arne weg ist. Also für die McLaren heute Katastrophe. Katastrophe, ja, Scarf ist auf 19, Leroy aufs 14, Ferrari weit zurück. Vorne können sie natürlich Tempo machen, aber hier, Freeze auch jetzt auf 11 vor und Smöre auf 12. Da könnte es vielleicht auch was geben. Ja, also das Wichtigste ist natürlich keine Ausfälle. Und wie gesagt, kommt hier natürlich ein Safety Car. Kann so viel passieren. Also, nur im Rennen bleiben. Ne? Das ist wichtig. Smöre legt sich jetzt natürlich schon den Freeze zurecht. Eventuell schon jetzt beim Rausbeschleunigen noch Probleme. Aber natürlich, für Hexer und Herr der Flammen ist alles gut ausgegangen. Genau wie für Tobi. So, jetzt kommt der Angriff und Smöre ist vorbei. So, und auch Dave ist dran an Leroy. Da zählt die Pace halten erstmal. Leroy ist halt immer eine gute Benchmark, wo du dich mitziehen kannst, ne? Ja, das kann, also, es wird dadurch gekommen sein, ne? Also, durch den Frühstart ist so einiges passiert, aber den hatten wir schon lange nicht mehr. Dass wir zwei hatten mit einem Frühstart. Vegas damit von 20 auf 8 vollkommen, Hesse auf 9.
Martin Lenzen auf 7. Also die haben natürlich jetzt erstmal richtig profitiert. Und da ging es ordentlich was nach oben. Kefko auf 6 natürlich. Tweakers auf 4. Also, hinten starten bringt Glück für Williams. Da brauchst du in der Quali nicht vorne sein. Und dazwischen haben wir noch Razor, der auch seine Position hält, aber auch hier sehr viel gecuttet hat. So, jetzt blenden wir das schon mal ein, weil es ist eingefahren jetzt sogar. Sehr gut. Mit den Rundenzeiten. Wie denn Vordermann und Hintermann agieren. Da sieht man Kefko 31.000 in der letzten Runde. Langsamer als Razor, aber auch hier sehr viel gecuttet über die Curbs. So, dann gehen wir nach hinten. Und zwar Smur und Quinny. Gab es ein Manöver und jetzt hat Freeze die Möglichkeit, am Alfa Romeo vorbeizufahren. Schon quer gestanden. Jetzt hat Freeze eigentlich mehr Speed. Winnie bleibt innen, verteidigt sich noch gut. Ah, Freeze sehr verhalten durch, sehr verhalten durch und deswegen auch Speed verloren. Auch wenn er den Flügel klappen kann, wird es nicht reichen. Dafür hat er jetzt zu weit Vorsprung rausgefahren. Ja, Dave hält noch sehr, sehr gut mit Leroy. Ich glaube, das könnte sie auch so einpendeln. Und Quinny muss natürlich gucken, dass er dran bleibt. Und hier hat man gesehen, erst Leroy Bestzeit und dann kommt direkt Dave mit der Bestzeit. So, Freeze, wie gesagt, ist vor Quinny. Und hier können wir nochmal gucken, die Zeiten. Genau 70.000stel ist Dave schneller gewesen in der letzten Runde als der Leroy. Jetzt gehen wir nach vorne, denn Razor ist dran an der Tweakers. Ein leichtes Rutschen von Razor. Also nach hinten erstmal zu Kefko keine Gefahr. Aber die haben sich auch super eingefahren. Vorne Hexer dreht sowieso gerade die Kreise um die Konkurrenz. So, jetzt könnte der Angriff kommen. Aber der ist risky, ja. Der ist risky. Eigentlich nur die schöne Haarnadel, nach der du attackieren kannst. Aber das hat Razor gut gemacht. Ist neuer Vierter. Tweakers auf 5 und Kefko auf 6. Aber auch wie gesagt, das wäre auch eine richtige Hypothek wieder für Williams. Wie gesagt, noch aktuell WM-Letzter, aber vielleicht geht es da ja echt nach vorne. Eine neue Bestzeit. Und jetzt gehen wir, was machen die denn hier? Junge, Junge, richtig Party um Freeze, Michael Leroy, Dave und Quinny. Und Leroy, Quersteher, richtiger Quersteher. Und Plätze verloren und jetzt ist auch noch Arne vorbei. Aber ich glaube, da war jetzt keine Berührung dabei, sondern es war, ich glaube, irgendwie weggerutscht mit zu früher Beschleunigung, Wheelspin. So, Micha holt sich hier Rang 11. Also Ferrari in der absoluten Top-Besetzung hat Probleme. viele Punkte einzufahren. Also sage ich so ungern im Stream, wie ich heiße. Das könnte ich dir privat schreiben. Ich heiße so, wie es da steht, wie du es angepinkt hast. Alter, muss ich sagen, bin ich leider schon 35. Alte 35, aber fühle mich immer noch wie 12. Also Ich bin 12 im Herzen. So, Micha immer noch dran an Freeze, der sich gerade richtig klasse verteidigt.
Vegas mit der ersten. Nein, wir haben schon mehrere Strafen. Zweite schon von Vegas und eine von Razor. Und wir sehen sogar Probleme bei Razor. Tweakers oder Kefko hat einfach nur zugelegt. Moment. Oh ja, 2 Sekunden hat Kefko gut gemacht auf seinen Teamkollegen in der letzten Runde. Das ist viel. Das ist viel. Aber Razor 1,2. Jetzt war Tweakers fast 13 schneller und Kefko 3 langsamer. Ja, ja. Also da tut sich was. So. Jetzt muss Dave natürlich gucken, an Micha und an Freeze vorbeizugehen. Doppelter Windschatten. Und jetzt kann auch Micha angreifen und das tut er. Und wir haben alle nebeneinander und Dave ist vorbei. Freeze innen und Micha hat mehr Traktion. Aber Freeze kann den Platz halten vorerst vor Micha. Nur Dave hat es genutzt mit diesem Zug. Mit dem Zug vom DRS. Butze fährt neue Bestzeit. Natürlich auf Rang 20. Jetzt geht es wieder ab nach vorne. Denn Vegas gegen Martin Lenzen. Vegas ist eigentlich schon schneller. Nur er hat es, wie gesagt, in der Quali auch nicht hinbekommen, eine Runde zu fahren. Er fährt sowieso relativ wenig Quali-Runden. So, Kefko zieht jetzt. Ja, also der zieht richtig mit. Vielleicht hat er sogar gleich die Chance, auch beide anzugreifen. Ja, und Vegas vorbei an Martin Lenzen. Und hier, hinter Arne. Wie gesagt, Arne, Micha, Leroy und Freeze. Was für ein Rausbeschleunigen. Quini dran und Holm saugt sich auch wieder ran. Das wird verdammt eng. So, jetzt wieder Martin Lenzen. Vielleicht leckt er Blut, dass er Vegas kontern kann. Ja, hier nicht. Also lieber hier sauber durchkommen, ne, durch die jetzigen Kurven. Jetzt sich ausgucken, wie fährt Vegas die Kurve an und wie kann er Martin Lenzen die Kurve besser anfahren. Martin Lenzen zu weit nach links rausgekommen. Er hätte auch spitzer fahren können oder vielleicht einen größeren Bogen fahren können. So hat es leider mit dem Rausbeschleunigen nicht funktioniert. Und hier der Tweakers und Kefko fahren jetzt gegeneinander. Ja, kleines Williams-internes Duell. Aber Kefko will ich schon schneller einschätzen gerade. Mit der aktuellen Form auch wieder 2 Zehntel besser als der Tweakers. Razor kommt nicht wirklich weg von den beiden. Und auch wie gesagt, Martin Lenzen, auch der macht nach wie vor noch sehr, sehr viel Druck auf Vegas. So, Vegas ist raus jetzt. Das kann nicht sein. Gerade noch, ja. Das gibt's doch nicht. Im Kampf die Nerven verloren mit Martin Lenzen, obwohl er vorbei war. Dann sowas. Und wir haben jetzt tatsächlich das erste Safety Car. Und jetzt gibt's dann die Stops. Denke ich mal, da ist Hexa direkt in die Box rein. Oh, mal, wie lange er da steht. Okay, es läuft weiter, wird so gar nicht angezeigt. Aber gleich, wenn er raus ist, 22,3 verliert er durch die Stops. Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Irrer durch. Wir haben nichts gesagt. Razor fährt durch. Hab nichts gesagt. Ja, aber ob das so clever ist von Razor, der war super platziert. Also er hätte in die Box fahren müssen. Selbst beide Williams tauschen. Und zwar zur gleichen Zeit. Da werden sie natürlich auch was
verloren haben. Da war, glaube ich, auch noch eine Zeitstrafe von Kefko, oder? Jetzt, ja, ja. Jetzt durften sie erst ran und dann geht es jetzt wieder raus für ihn. Boah, das ist bitter. Aber Tweakers hält immerhin schon noch einen guten Top 10 Platz. Ja, Dave wieder auf 5, Tobi auf 4. Herr der Flammen dritter. Razer, den darf man im Grunde fast nicht mitzählen. Ne? Der muss nämlich nochmal rein. Der natürlich auf harten reicht. Also der muss die im Grunde tatsächlich ein bisschen mehr ziehen. Aber wie gesagt, ich theoretisch wäre reingefahren, hätte jetzt frischere Reifen und wäre auf den Zwei-Stop gegangen. Weil wenn noch ein Safety-Car kommt, dann ist es klar, dass man im Grunde nochmal stoppen muss. Und dann hat man hinter eventuell mehr Plätze gewonnen. Also das ist praktisch für, in meiner Hinsicht ist das jetzt durchaus ein Fehler. Also er mag mich natürlich auch Lügen strafen, aber das ist doch nicht oft passiert. Also jetzt nicht von ihm, sondern generell. Generell haben sich meine Vorahnungen oft immer bestätigt. Ja, hier wird es gleich auch ein teaminternes Duell geben, oder was heißt Duell? Da wird gleich Quinny den Smöre vorbeiwinken, besser gesagt. Natürlich jetzt nicht via Safety Car, sondern natürlich nach dem Rennstart. Ja. Als Möhre Micha, Arne Leoy, Hefko, Scarface und Pupze, ja, fahren so ein bisschen um die goldene Ananas, ja. Was macht Butze? Der haut sich direkt die Mediums wieder drauf. Ja. Besser ist das, du. Also frische Medium-Reifen nochmal für Butze. Aber ehrlich gesagt, wir sind jetzt erst... sind jetzt wirklich erst in Runde 12 und mir kommt schon vor, als ob wir schon 30 Runden absolviert haben und kurz vorm Ende sind. Es ist ja, es ist super losgegangen, also aus meiner Sicht ist das Rennen super losgegangen. Du hast direkt Action am Start, wo du es immer erhoffst. Natürlich heißt es immer Stewards Arbeit, ja. Natürlich, diesen Vorfall da am Anfang macht keiner mit Absicht oder so. Da ist eins zum anderen gekommen und wie gesagt, wir haben ja nicht jede Woche hier Massencrash. Aber wie gesagt, kann mal schnell passieren. Also am Dienstag fahre ich auch wieder FSR, also wer sich das angucken möchte, ne, in der absoluten Sim-Liga ohne Fahrhilfen, ohne Linie auch, ne, das ist auch eine Fahrhilfe, auch wenn es viele nicht auf dem Schirm haben, ohne Linie. Mein zweites Rennen in Interlagos. Erstes Rennen war auch schon gut, da habe ich Liam Lawson gemacht und bin auf 11 gefahren. Allerdings der Vorteil, die 11 bekommt Punkte. Das heißt, ich habe es besser gemacht sogar als Lawson. Ja, das ist mal ein bisschen Eigenwerbung für Dienstag. Montag natürlich nichts, da ich mein Fußball in Real Life. Das muss auch sein. Ja, und wir können jetzt im Grunde mal durchsortieren. Also, wir haben vorne Hexer, wir haben dann Razor auf 2, wir haben Herr der Flammen, dritter, vierter Tobi, fünfter Dave, sechster Martin Lenzen, siebter Tweakers, achter Hesse, neunter Holm, zehnter Queenie, elfter Smöre, zwölfter Micha, 13. Arne, 14. ist Leroy, 15. Kefko, 16. Free, 17. Fori Test, 18. Scarface, 19. Butze und ja, dann sind wir wieder bei Hexer, der Nummer 1 und Nummer 20 macht. Und tatsächlich haben wir es so, dass Razer, Herr der Flamme und Tobi schon 3 Sekunden haben. Hesse auch. Butze auch. Also 5 Leute mit der Strafe bereits belegt. Hexer macht natürlich so langsam und ich gehe rein zum Herr der Flammen, weil ich denke nämlich, er kann direkt angreifen. Gegenüber Razer, der auf harten, abgenutzten Reifen fährt. Ich würde es fast nennen, ausgelutschten Reifen. Extra beschleunigt. Das heißt, jetzt muss auch Razer mitziehen. Und da war der Fahrfehler. Und schon nutzt Herr der Flammen des. Nein, kann er nicht nutzen. Ja, doch, jetzt nutzt das.
Also er war ja schon wirklich vorbei. Und jetzt hat er sich verbremst. Und Tobi versucht es innen vorbeizugehen, wo aber dann der Weg zu war. Okay, eingefahren. Dave auf 5, Martinez auf 6, Tweakers auf 7. Dann Hesse, Holm und Smöre. Wie gesagt, da gab es schon den internen Tausch, aber bin ich schon auf 15 zurück, auf 14 zurück und Leroy auf 13 vor. Da gab es auch so einen Bruch. Und hinten Scarface. Oh, da vorne auch der Folgetest gegen Freeze. Dann macht die Lenz in der Zeitstrafe und Scarface guckt sich jetzt den vorigen Test aus. Hier ist jetzt daneben. Und Butze ebenfalls. Also, das ist doch hier Feinden auch um die hintersten Plätze. Da ist Feuer drin. Genau, und beim vorigen Test auch. Der überholt den Aston Martin von Freeze und auch Queenie. Auf P14 vor und Queenie dreht sich. Und da haben wir wieder das Dreierduell Freeze, Butze und Scarface. Und Scarface will er in der Mitte durch. Nee. Okay, Freeze sagt, okay, Fahrt. Ich bin immer noch nicht ganz da. Mir ist das noch zu unsicher. Mein Gott. Okay, die haben sich jetzt, glaube ich, hinten erstmal einsortiert. Dann geht es wieder ein bisschen nach vorne. Was heißt ein bisschen? Ganz schön schon. Und hier Überholmanöver bei Tobi, Dave. Und vorne ist jetzt Razor. Der hat nach wie vor Probleme. Und Tobi probiert es mit der Brechstange. Dave wollte auch vorbei. Achtung, da ist jetzt auch Tweakers. Und Tweakers nutzt die Chance gegen Dave. Was ist das? Tobi rutscht raus und vor die Wand, Flügel kaputt. Hesse auf 6 jetzt, Tweakers auf 5. Und der greift jetzt Dave an. Direkt nebeneinander sind sie. So, durch die letzte Schikane. Berührung, Tweakers und Dave, aber alles okay. Das heißt, was für ein Ding. Tobi ist raus. Aufgeben in der Box. Und Dave trifft der Tweakers. Aber der Tweakers bleibt stabil. Und Dave auf 5. Boah, hier brennt die Bude. Smöre auf P8. Und auch hier wieder rübergefahren. Übers Gras. Schön gecuttet quasi. Leroy auf 9. Leichtes Touchieren bei dem Alfa Romeo da vorne. Also ich bin fertig. Welche Runde sind wir denn? 16, okay. Die Hälfte haben wir ungefähr. Ja, Matti Lenz jetzt. Angriff auf Ray, auf Hesse. Der ist noch so ein kleiner Bremsklotz da irgendwie, ne? Aber Razor halt auf 3, der hat sich da zurückgekämpft. Ne? So, und Hesse driftet weg. Muss die anderen jetzt erstmal passieren lassen. Das ist natürlich super ärgerlich. Jetzt hat Kefko aber, glaube ich, das Pech, dass er nicht mitziehen kann mehr. Nee. So. Dave geht hier vor Smöre durch die Kehre. So, und jetzt der Angriff Dave, weil Tweakers ist vorne schon vorbei. Und oh, ja, ja, ja. Das muss er nicht machen und Smöre dreht sich weg. Ich glaube, das war eine Kollision. Genau, das war eine Kollision mit Leroy. Und Smöre hat sie dadurch weggedreht. Razor auf 4. Dave hat jetzt auch eine Strafe kassiert wegen Cutten, aber Junge, das ist wirklich was für einen absoluten Livestream hier, was hier abgeht. Dave hat nämlich auch einen beschädigten Flügel, wie wir sehen. Und wird attackiert von Matti Lenz. Also heute kann es Überraschungen geben. Trotz keinem Regen. Hat die letzten gerade so die Kurve bekommen. Und Leroy wird attackiert von Micha. Da vorne auch Red Bull gegen den Alpine. Und da ist jetzt tatsächlich Matti Lenzen vorbei an Razor. Das kann sich jetzt wieder ändern. Und Leroy zieht mit. Leroy zieht mit.
über die Innenbahn, aber trifft die Kurve nicht und trifft dabei den Alpine, den Razor. Hat Razor. Razor hat auch einen Schaden am Auto und wir haben Safety Car, oder? Jo, wir haben ein Safety Car. Puh, durchatmen. Wirklich durchatmen, Leute. So, und da hätten wir jetzt eigentlich das Safety Car für Razor eh. Ne? Also, wie gesagt. Ja. Er hätte vorhin eigentlich in die Box kommen müssen, dann hätte er mehr besser mithalten können. Aber das jetzt hart. Die Kollision quasi mit Leroy und so. Und Leroy hat die Kurve nicht erwischt. Und dann war Razor zu schnell beim Ausgang, dass er Leroy erwischt. Und beide sind sie dann quasi in der Wall of Champions aneinander gerasselt. Deswegen auch keinen Flügel mehr bei Leroy. Also ein bisschen merkt man doch, dass er schon längere Zeit nicht mehr gefahren ist. Zwar nicht so von den Zeiten her unbedingt, aber ja, eventuell so ein bisschen das Gefühl dafür kriegen, wieder wie die anderen fahren. Aber natürlich, er weiß jetzt auch nicht, wie die meisten erstmal fahren. Das heißt, es wird natürlich, also Razor muss sowieso zum Stop kommen, da führt nichts dran vorbei. Dave nutzt es auch für einen Boxenstopp. So, wir haben sogar McLaren. Butze hat sogar Razor und Leroy jetzt auch überholt. Ja, Herr der Flammen und Hexer fahren erstmal munter weiter. Der Tweakers starker Dritter und auch Kevko wieder auf 7. Also tut es mir leid, wenn man momentan so ein bisschen auf Williams ist, aber hier sieht man einen ganz klaren Trend nach oben als WM-Letzte. Arne hält so ein bisschen die McLaren-Fahnen auch nach oben mit Platz 5. Und man sieht auch wirklich, für wen es nicht läuft. Scarf ist mittlerweile als der Weltmeister auch Platz 8 wiedergeholt. Und auch starker Vierter, diesmal Micha. Oder vielleicht hätten wir ihn ja auch mal beim Interview. Also, Herr der Flammen ja eine 3-Sekunden-Strafe sogar. Da wird es aber gleich drauf ankommen. Schafft Herr der Flammen es direkt wieder wegzufahren von Tweakers? Weil er nämlich auch die 3-Sekunden-Strafe. Und ansonsten Hexer, der Tweakers und Micha noch nicht. Bisher nur 2 Ausfälle. Und einen absichtlich am Ende mit Tobi, der in der Box gefahren ist und aufgegeben hat. Wie gesagt, ich kann es nicht verstehen. Ich meine, okay, hast den Schaden geholt, aber hallo, wir haben wieder einen Safety Car. Da geht wieder was. Du hättest jetzt durchfahren können und wärst vermutlich auf Position 4, 5, irgendwo da vorne. Deswegen verstehe ich das einfach nicht, dass man, ja, nicht jetzt unbedingt auf Tobi, da gibt es einige, ne? So eine kurze Zündschnur haben, wo du einfach mal sagen musst, ey, ist mir auch egal. Ne? Ich habe jetzt zwar einen Flügelschaden, habe mich verbremst oder so, ich fahre jetzt einfach direkt in die Box, hol mir harte Reifen, kann safe durchfahren. Und dann beim nächsten Safety Car überhole ich wieder alle und das Problem ist gelöst. So, Safety Car kommt wieder rein. Ja, wen haben wir jetzt auf der Spule? Wer kann Action machen? Ja, Scarface heute mal, oder? Scarface, Kevko, Hesse. Ne, machen wir mal Arne. Nehmen wir den McLaren. Mal auf Platz 5. Mal gucken, wann Hexer weggeht. Dürfte er jetzt bald tun. Jetzt zieht er an, genau. Vorne sieht's. Oh, Arne cuttet hier auch sehr, sehr viel. Aber ist dran.
an Micha. Und auch hier Kefko hinter Hesse. Aber das dürfte sich gleich erledigt haben, weil Kefko deutlich schneller ist hier in Kanada als der Alpine. Wir haben jetzt Runde 21. Nach wie vor, ich bin voll am Schwitzen hier, was die da mit uns machen. Also Kanada ist halt immer bekannt für solche Rennen hier. Ne? Da bist du am Ende durch. Und zwar richtig durch. So, hier wieder Smöre erstmal vorbei am Freeze. Butze geht mit. Und Razor schafft es nicht ganz. Jetzt aber Freeze, da haben sie die beiden. Beide nebeneinander. So, Dave und Razor, leichte Berührung mit Dave und Razor. Hier Stau. Dave hat Probleme beim Rausbeschleunigen, aber auch echt Stau. So, Leroy hier neben dem feurigen Test. Mal gucken, wie sie an der Wall of Champions gleich vorbeikommen. Also, Leroy hat ihr schon mal Hallo gesagt und er ist erstmal vorbei. So, und wieder nach vorne. Denn Martin Lenzen jagt jetzt auf Smöre und Butze rauscht fast in den Red Bull Piloten. Razor Dave. Freeze Test. Ja, bin hier auf der 18 dann. Fährt hinterher, sammelt Rennkilometer Praxis. So, und Herr der Flammen, der lässt sich jetzt gerade nicht abschütteln vorne vom Aston Martin. Aber offensichtlich kann halt Hexer so bestimmen, wie er gerade will. Pikas Dritter, Micha und Arne. Also das wird auch ein sehr interessantes Dreier-Duell hier, ne? Kefko mittlerweile Hesse überholt, der eventuell kontern kann oder nicht. Nein. Also Hesse kriegt keinen Speed auf der Geraden daher. Und Tweakers hat jetzt leider auch die 3 Sekunden Strafe. Also es scheint so, als ob diese teaminterne Absprache oder Ansprache gefunkt hat bei Kefko. Denn wie gesagt, beide Williams top platziert. So, Micha leicht querstand, Arne nach wie vor hinten ran. Und dann haben wir hier der Trubel wieder. Razor jetzt vorbei oder vorne vor Leroy und dann Scarface und dann Dave. Und jetzt hat er auch Scarface einen Fehler drin und innen ist der vorige Test drin und jetzt kommt noch Leroy und Scarface, beide Ferraris, wie gesagt, einmal haben sie sich beide am Start Hallo gesagt, was leider nicht so glimpflich ausgegangen ist für beide Autos. Und die kommen aus diesem Teufelskreis auch nicht raus, dass die nur auf 13 und 14 hier umherfahren. Beide Weltmeister der SLF. Und in Kanada Sonne Probleme. Also, Scarface in Season 4 Weltmeister geworden, Leroy in Season 1. Und jetzt gibt es vorne einen Angriff. Micha gegen Datvikas. Naja. Noch zurückgehalten. Und hier gab es tatsächlich den Angriff. Und da ist er vorbeigefahren. Ja, Herr der Flammen. Sind wir noch vor der letzten Kurve, vor der Wall of Champions. Hat er Hexer überholt. So, Matti Lenzen ist raus, aber in der Box. So, Hesse Razor. Oh, das wird auch verdammt eng hier. Und hat es irgendwen erwischt? Nee, alles okay, so wie es ausschaut. Aber das ist schon verdammt wild, was hier gerade passiert im Feld generell. Euer Test auf 11, Dave auf 10, Hesse 9, Butze 8. Butze führt das da so ein bisschen an. Noch hier, Scarface probiert sich, glaube ich, gleich am Holm. So, jetzt, aber Hesse, der hat auf der Geraden kaum Speed.
So, jetzt probiert Leroy es links und aufpassen, da verhaken sich gleich die Autos mit Razor. Also überholen ist nicht leicht hier in Kanada. Und auch Dave halt nach diesem Anfang nur auf 10. Da spielt natürlich Hexer wieder alles in die Karten, um in der WM eine sehr, sehr gute Rolle zu spielen. Oh, da ein bisschen Anpressdruck gespürt. Ah, oh, da fährt Dave hinten rein in den feurigen, flammrigen Test. Da hat er ihn ganz, ganz deutlich angestupst. Aber vielleicht kann sich, gehen wir nochmal rein, vielleicht kann sie ja jetzt der vorherige Test das zurückholen von Dave. Oh, das sieht gut aus, das sieht gut aus mit der Beschleunigung. Und den wird er sich holen. Und zwar sehr, sehr gut, sehr souverän. Und auch hinten mal Quinny gegen Freeze. Duell um die rote Laterne. Und auch hier Razor gegen Leroy. Da ist Leroy jetzt vorbeigefahren. Aber Quersteher, das heißt, Razor kann... Nein, kann er nicht. Also, es ist natürlich hier unmöglich, auch bei einer besseren Beschleunigung reinzustechen. Dann kannst du dich eher mit wegschießen mit dem Vordermann. Ja, Butzer hängt hinter Kevko und Smöre fest. Und vorne haben wir nach wie vor hier Tweakers, Micha und Arne. Und wir haben langsam fast für jeden Fahrer eine Track-Limits-Strafe. Und zwar noch straffrei sind Hexer, Micha, feuriger Test, Leroy, Quinny und Holm. Und jetzt ist Arne vorbei, aber was für ein Manöver gegen Micha. Und jetzt schlechte Rausbeschleunigung. Aber da kann Michael jetzt nicht reinhauen, weil Arne auf den Geraden sehr viel Speed hat. Und jetzt muss natürlich Tweakers aufpassen, dass er nicht überholt wird. Das Duell ums Podest, das wird super heiß. So, Dave hat sich auch wieder den vorigen Test geholt. Aber auch hier dürfte es in der nächsten Runde nochmal in die nächste Runde gehen. Mit dem Fighten. Aber es hat sich so ein bisschen jetzt beruhigt. Nach den drei Ausfällen von Vegas, der in der Wand gelandet ist. Und dann von Tobi und Matti Lenzen in der Box aufgegeben haben. Dann das zweite Safety Guard mit dem Flügelschaden von Leroy, wo er mit Razor aneinander geraten ist. Oh, das ist jetzt eine gute Beschleunigung von Dave. Und da verliert er aber auf dem McLaren was. Das heißt, der Angriff wird hier nicht kommen. Keine Chance. Aber Kevko zeigt sich gegen Smöre. Der kann gut mithalten. Oh, jetzt schlecht von Kevko rausgekommen. Und Butze setzt sich daneben. Und auch innen, Dave. Oh, da gibt es den leichten Knutscher. Reifen an Reifen. Und jetzt ist Dave innen. Und Dave nutzt die Möglichkeit. Oh, da verhaken sich die Reifen. Nur irgendwie ruhig chillen. Nur durch chillen. Und beide haben jetzt... Ja, ja. Keiner gibt nach. Keiner gibt nach. Der vorige Test ist vorbei. Ist vorbei. Und jetzt auch Leroy daneben vorbei und Dave auch. Und jetzt gab es hier die nächste Berührung zwischen Dave und Razor. Und jetzt ist Dave wieder hinter Kevko. Jetzt probiert er es wieder. Und jetzt innen rein. Vertut sich. Kevko muss langsamer machen. Aber ist wieder vorbei im Konter. Jetzt probiert es Dave auch wieder innen.
Kefkuhn, aber oh, da hat Dave nicht ganz so viel Platz gelassen. Also es war super eng. Also hier lassen sich beide nicht gerade viel Platz zum Überleben. Und jetzt haben wir den Riesencrash. Riesencrash, Kefko, Dave und Razor. Und Kefko ist ganz raus. Also ich hab's kommen sehen, dass irgendwas passiert. Boah. Also, das nenne ich leider so. Es war nicht viel Platz zum Überleben. Für beide. Müssen sich leider, muss ich echt sagen, beide an die Nase fassen. Ganz blöde Aktion. Ganz, ganz bitter auch. Also, nein, Tobi, das kannst du so nicht sagen. Furchtbar war im Grunde das, was ich Donnerstag bei der MRL hatte. Da gab es nämlich von 27 Runden Austin 22 Runden Safety Car. Das war furchtbar. Das hier mag ich als Stream. Es muss natürlich für viele Fahrer frustrierend sein, aber sowas mag ich einfach. Es muss nicht normal laufen. Es ist interessant. Also, ich finde es sehr gut anzusehen, muss ich sagen. Aber das ist Kanada, ne? Ja, Kefko, ich war lange, lange bei euch drauf. Ich glaube sogar die ganze Runde. Musst du dir hinterher nochmal anschauen, wie das da alles war, was da war. Bittere Sache, muss ich sagen. Ja, das stimmt allerdings, Tobi, das stimmt. Es ist etwas, also zu viel Kontakt, ja. Formel 1 ist halt kein Kontaktsport, ne? Und in Kanada ist es halt so, dass die Mauern, die stehen direkt da. Ne, also deswegen mag ich diese Strecke auch. Du hast nur so ein bisschen Rasen, verzeiht nicht viele Fehler mit den Mauern daran. Gerade hier auch diese Kurve, auch extrem tricky. Ja, extra in der Box hat sich Softs geholt. Ja, nein, also das ist auch so. Aber Kefko, das, ich sag's dir mal ganz ehrlich, wie das läuft. Also, selbst hier in den Ligen, ne, es ist klar, dass sowas passieren kann. Ne? Oder dass auch sowas passiert. Es ist nur schade, dass du jetzt als einziger DLF gegangen wärst. Im Grunde wären es drei gewesen. Im Grunde wärst du gewesen, im Grunde wärst Dave gewesen und Razor auch noch. Obwohl Razor da die wenigere Schuld trifft. Also die Größe war halt wirklich zwischen dir und Dave. Aber dadurch macht man sich Rivalen. Dadurch macht man sich Rivalen und es spornt nochmal an, immer noch besser zu werden. Das heißt, dein Anspruch muss jetzt sein, Dave zu holen. Weil Kanada, Aber wie gesagt, ich mag das. Also wie gesagt, es gehört auch zu den E-Sport-Ligen alles dazu, dass man so seine Spezies hat. Wieso, weshalb, warum? Und man begegnet sich immer 2, 3, 4 Mal in den Ligen, auch in einer Saison. Wie gesagt, es ist so ein bisschen zwischen Hamilton, Verstappen oder Sainz, Leclerc. So ungefähr muss man das dann halt sehen. Ne? So, jetzt sind sie fast zusammen wieder. Wir gehen mal durch. Härter Flammen, Mediums, Butze hart. Möhre auf Mediums, feuriger Test. Mediums, dann Hexafürze an, Soft, dann Arne Gatwikas, Micha Leroy, Razor Dave, Quinny Scarface, Hesse, Force Freeze, Holm und das waren sie. Also 4 Leute DNF mit Vegas, Tobi, Matti Lenzen und Kefko. Und wir können jetzt auch wirklich mal schauen, dann wie es ausschaut natürlich mit den Reifen. Ja. Der Herr der Flammen, der muss hoffen. Der muss hoffen, dass Butze und Smöre ein Puffer sind. Mit dem vorherigen Test auch noch für Hexer. Was machen die denn da?
Oh, Möhre hat eine 5-Sekunden-Strafe, weil es da irgendwie Probleme gab hier mit dem feurigen Test. Das ist ein Problem. Und jetzt hat Herr de Flamme schon angezogen. Also, da gab es irgendwie was vom Delta oder von der Anzeige oder so. Hat nicht gepasst, weil die nebeneinander waren. Deswegen ist Möhre nochmal die 5 Sekunden. Und deswegen der Abstand generiert von Butze und dem Herr de Flamme. Das kann natürlich Gold wert sein. Boah, Smöre hat arge Probleme gerade. Und Hexer ist schon vorbei an Nummer 1. Und Nummer 2 ist direkt vor ihm. Oh, auch der Tweakers fährt fast hinten drauf beim Arne. Aber der kämpft auch wirklich noch um die Plätze. Und jetzt fährt hier Hexer vorbei. Vorbei vor der Schikane und trifft sie gerade so. So, jetzt probiert es auch Arne wieder, außen vorbei zu gehen. Auch Berührungen hier mit Smöre, feuriger Test und Arne. Ist aber ganz gut gegangen. So, Arne jetzt vorbei auch an Smöre. Und da Tweakers. Nutzt der die Chance? Oh, das ist eng, das ist eng, das ist eng. Folgetest vorbei. Tweakers verbremst sich und fällt wieder zurück auf 7, vielleicht sogar 8. Wenn jetzt genau, wenn jetzt Micha vorbeigeht und jetzt brennt gleich wieder die Hütte hier. Oh, was für ein Überschuss von Razer müsste das gewesen sein. Ja, es ist Razer. Und Quinny fährt sich gerade auch vor. Wieder ein bisschen, was die Platzierungen angeht. Mein Gott, Jungs. Was für ein Rennen. Und wieder gibt es innen eine Attacke von Leroy gegen den Williams. Und Tweakers holt sich jetzt den Smöre zurück. Ganz wichtiges Manöver dort. Und vorne ist Hexer dran an dem Herr der Flammen und an Butze. Und die beiden müssen sie jetzt verteidigen. Aber zum Glück ist auch noch Arne mit dabei, der die Flaggen hochhält für das McLaren-Team. Jetzt gibt es die Attacken. Hexer zieht auch mit. Aber die beiden sind nebeneinander, weil Herr der Flammen vorbeifährt an Butze. Und jetzt gibt es aber den Angriff vom Aston Martin gegen den Butze, gegen den ersten McLaren. Das Smöre ist raus. Breeze ist raus. Was ist denn das? Was ist das für ein Chaos in der Wall of Champions? Smöre ist kaputt. Richtiges Rangieren jetzt. Was ist da los? Quinny hat es auch noch erwischt. Richtiges Kleinholz. Mein Gott. Damit Freeze, Razor und Smöre raus. In der Wall of Champions. Dabei war noch keiner von denen Weltmeister. So, Scarface hängt auch noch hinten dran. Feuriger Test gejagt. Vom zweiten Haas, von Micha. Und jetzt gibt es den Angriff von Scarface. Wieder innen rein. Wer hat jetzt bessere Traktion? Ja, eigentlich Scarface. Der ist eigentlich vorbei. Genau. Jetzt geht der Folgetest rüber. Oh, Leute, ich gehe auf Grund hier. Ich ersaufe einen Schweiß, wie das hier weitergeht. Und zum Glück ist es gleich vorbei. Nein, ich könnte es mir noch 30 Runden ansehen. Also volle Renndistanz würde ich mir das hier geben. Also Hexer erstmal vorne, der hat das erledigt. Führt vom Herr der Flammen. Butze der Tweakers dahinter. Dann Arne und Leroy. Dave auf 7. Und er hat jetzt auch wieder eine Strafe kassiert. Mein Gott, Leute. Was für ein Rennen. So, wenn man das mal durchgeht. Wir sind in der letzten Runde, ne? Und es ist, also Hexer ist weg. Der interessiert uns gerade nicht die Bohne, sondern was dahinter noch passiert. Also es gibt auch noch einige mit 6 Sekunden, da wird Leroy gleich auf dem Podest stehen.
Wahrscheinlich auch drei. So, der Tweakers greift tatsächlich jetzt noch den Butzer an und geht vorbei. Und vorne Hexer, jetzt gewinnt er erstmal den großen Preis. Den großen Preis von Kanada. Und hier richtig eng gewesen. Dave noch Zeitstrafe und auch Leroy ist sogar noch Zweiter geworden. Micha auch vier gewertet, Leute. Meine Fresse. Also, was für ein Rennen war das, bitteschön. So, die letzten kommen jetzt noch rüber. Haben wir mit Hesse, Holm und Quini dann die letzten Muikaner ohne, oder ohne, ja, ohne Flügel über die Linie fahren. Einfach brutal. Vigas rettet mal den Williams-Dach mit Rang 5. Butze Arne auf 6 und 7. Meine Güte, was für ein Rennen. So, Hexer hat sie wieder alle abgeschossen, wie wir gesehen haben. Mocht er gerne. Das ist gut, Kevko. Schön, dass du es so reingeschrieben hast. Selbst beim Seifenkistenrennen wird sich mehr Platz gelassen. Ja, also, Hexer gewinnt vor Leroy, Herr der Flammen, Micha, Radwigas, Butze, alles gab es Feuer, Test, Dave. Dann auf 11 noch Quini, Hesse und Holm und dann leider die ausgeschieden sind am Ende, sind es dann Freeze, Razor, Smöre, Kevko, Matti Lenzen, Tobi und Vegas. Aber ehrlich gesagt, mir hat's Spaß gemacht, das Rennen. Also für ein paar andere vielleicht nicht. Oder alle, die mitgefahren sind, vielleicht nicht. Aber wie gesagt, ich fand Kanada jetzt mit unter einer der besten Rennen überhaupt. Also so von der Spannung her. Also das war cool.